Pika Run ist übrigens spaßig. Okay. Pika Run. Habe ich in Pika Run jemals reingeschaut? Ach, das war das, wo man nur Trinkets hat. Wenn man getroffen wird, dann bekommt man Trinket. Richtig. Für die Challenge bin ich nämlich absolut bereit. Ich muss nur noch einen guten Weg finden, wie ich mir Schaden zufügen kann. Mal vielleicht ein Feuer oder so. Ich werde jetzt mal nicht in die Gegner reinrennen. Aber plus 6 für glückbasierte Tiereffekte. Das kann mit den Trinkets noch ziemlich gut werden. Taking damage depletes red hearts before soul black hearts. Nee, lass mal. So, und schon haben wir plus 6 Luck. Ich kann 2 Trinkets tragen. Oh. Das nehmen wir auch noch mit. Hey, da ist ein Crawl Space. Da ist ja ein Crawly. Bis Isaac geht die Challenge. Okay. Ich sollte nicht zu sehr meine Herzen aufgeben, aber... Freunde. Oh, warte. Neue Ebene betreten gibt mir 2 Eternal Hearts. Ach du Scheiße, das muss ich mitnehmen. Das ist ja direkt ein Herz mehr. Ja, Brainworm ist auch gut. Ich muss aber erstmal schauen, wie es HP-technisch aussieht. Challenge Room Sponsor Chest. Jo, warum nicht? Warum denn nicht? All familiars orbit around Isaac. Ich denke, das ist auch nicht verkehrt. Weiß nicht, ob es gut ist, aber ich sollte es mitnehmen. Welche Challenge ist das? Das ist die Pika Run Challenge. Hier dreht sich alles um Trinkets, Baby. Warte, ich habe 2. Oh, hier 2 Begleiter. Oh, oh. Nein! Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Kann ich ein Secret Room vielleicht mitnehmen? Oh, Extension Cord wäre auch so gut. Warum habe ich jetzt 2 von denen verschwinden? Warum habe ich manchmal 2 Begleiter? Ah, ich habe Schaden genommen. Ich habe die Trinkets mir reingezogen. Der Challenge sind alle Trinkets freigeschaltet. Ah, okay. Liegt am Baby-Trinket. Ah ja, Moms Box verstärkt ja die Effekte von den Trinkets. Genau das ist der Grund, weshalb ich 2 haben kann. Ich meine, ich weiß, woher 1 kam. Ich wusste nicht, warum ich teilweise 2 hatte. Außerdem, Glückwunsch an mich selbst, dass ich genau beim Bosskampf natürlich nicht einen einzigen Begleiter habe. Aber das ist okay. Das ist okay. Auf jeden Fall seid ihr für die 2 Turnarts mit. Ja, yeah, auf jeden Fall. Basic Duke of Lies ist halt auch super nervig. Das ist aber eine super spaßige Challenge. Wahrscheinlich schaltet man dafür dann Trinket frei oder so, was ein bisschen lahm wird, aber das ist okay. Manchmal ist der Weg ja auch das Ziel. Oh, das Herz. Das Herz ist so wichtig. Nee. Die Schere will ich schon beibehalten. Machen wir uns da mal nichts vor. Die ist schon relativ wichtig. L
Leider bin ich schade, dass man das super schwer ist, die freizuschalten. 5-mal Gold in einem Run. 5-mal Gold in meinem Run ist doch nicht sonderlich schwer. Oder? Ich glaube, ich will den Brainworm noch mitnehmen. Viele haben 5-mal Gulp als letztes Achievement. Oh, wirklich? Oh. Ich hätte keine Ahnung. Ach, ich habe keine Bomben. Hm. Ich hatte keine Ahnung. So an sich gehe ich natürlich HP-technisch jetzt gerade ein bisschen weiter runter, als ich mir wünschen würde, aber wir bekommen natürlich auch direkt ein Herz dazu, nächste Ebene. Dankeschön. Okay. Ich denke, das war genug. Gehen wir. Oh nein, ich habe 3 Bomben. 3 Bomben bedeutet. Mit der goldenen Pille ist 5-mal Gold reicht einfach. Ja, stimmt, die existiert auch. So, warte, wir können den Knaben noch mitnehmen. Und daran wäre ich doch sehr interessiert. Ich weiß nicht, ob es wirklich gut ist, aber es sieht cool aus. Und das ist manchmal alles, was man braucht. Haben wir noch im Shop irgendwas? Oh, oh. Solar, das ist natürlich auch ganz besonders hilfreich. Ja, dann gehen wir mal weiter. Dann gehen wir doch mal weiter. Ich würde sagen, wir haben bisher einen relativ akzeptablen Bild auf die Beine gestellt. Wenn das okay ist, sowas zu sagen. Falls man das heutzutage noch sagen darf. Was macht den eigentlich gerade langsamer? Plus 2 Luck ab? Nee, komm, dafür können wir auf Extension Cord erstmal verzichten. Vor allem bekomme ich damit auch mehr Raumdrops. Ich meine, Extension Cord bringt sowieso nichts so wirklich, aber ich mag das Trinket, ich finde es eigentlich ganz cool. Auch wenn es nicht gut ist. Dünnes Eis, was ist dünnes Eis? Haben wir hier große Extension Cord Fans oder was? Burnt Penny? Natürlich auch sagenhaft hilfreich. Oh, ich muss irgendeinen Weg finden, wie ich mir ein bisschen Schaden zufügen kann. Der ist auch so gut. Ich brauche eine Bloodbank. Fuck. So viele gute Trinkets. Aber so wenig Zeit. Es gibt einfach viele gute Trinkets. Ja, vor allem, die Trinkets alleine haben nicht große Effekte, aber wenn man wirklich viele miteinander dann stacken kann, kann man schon ziemlich stark werden. Ja, ich würde sagen, Problem gelöst. Problem gelöst. Horf? Eine Goldpille? Ironisch. Ironisch, ironisch, ironisch. Flat Penny gibt Schlüssel. Ich glaube, ich hätte lieber den Burnt Penny erstmal. Ich glaube, den fände ich hilfreicher fürs Erste. Und direkt schon eine Bombe gedroppt bekommen. So, gehen wir mal zum Boss. Oh, beide Begleiter. Das ist das Leben. Ich glaube, ich hasse das Trinket, mit dem sie um mich herum rotieren, fällt mir gerade auf.
Das ist eigentlich echt nicht hilfreich. Hm. Naja, gut. Au. Das ist ziemlich gut. Ach, die kosten auch wieder rote Herzen. Ja, das sind beides Trinkets, die ich nicht haben will. Also, danke dafür, denke ich. Wir können aber auf jeden Fall diese Ebene noch versuchen, ein paar Trinkets einzuverleiben. Im Shop ist noch eine Goldpille. Oh, das ist auf jeden Fall hilfreich. Oder? Das ist halt die Frage, will ich dafür... Hm. Ich glaube, ich werde sie aber nicht mitnehmen, weil es wäre eigentlich ganz gut, wenn ich mit wenigstens 5 Cent in die nächste Ebene und sowas gehe, damit wir die Möglichkeit haben, einen Arcade-Raum zu spawnen. Die Bloodbank wäre nämlich auch sehr hilfreich. So, was war hier oben? Ja, die Scheiße. Ich meine, wir haben viele Herzen herumliegen. Dementsprechend spricht jetzt nichts dagegen. Ich denke, Empress ist die richtige Karte für mich. So, dann haben wir noch einen Flat Penny gehabt. Mit Bloodbank werden noch deine Trinkets schwächer, oder nicht? Warum sollen meine Trinkets schwächer werden mit Bloodbank? Was? Wegen deiner Box? Nein, du meinst den IV-Bag. Ich meine einfach nur eine Bloodbank, also dieser Automat, der rumsteht. Mein Spacebar-Item werde ich natürlich beibehalten, ganz klar. Das ist doch auch ein ganz nettes Trinket soweit. So, wo kann ich ihm noch ein bisschen Schaden nehmen? Hier nicht. Hier irgendwo? Ich meine, ich kann auch einfach nochmal in den Cursed Room rein, aber... Ja, wieso? Also muss ich in den Cursed Room rein. Ich denke, wenn ich direkt rausgehe, sollte es gratis sein. Der Fischkopf kann warten. Sehr schön. Dann würde ich sagen, das war sogar so schön, dass wir das Ganze nochmal machen. Muss nicht mal reingehen. Okay, hier war kein Trinket mehr. Leider kein Herz dafür bekommen, aber das ist okay. 15 Cent. Damit könnte ich die Goldpille mitnehmen, aber ich glaube, ich werde lieber bei der Emperor-Karte bleiben. Ich habe das Gefühl, mich warpen zu können, wird hilfreicher sein, ehrlich gesagt. Ja, und dann gehen wir doch mal weiter. Es lief doch soweit schon mal ganz gut. Ich wünschte nur, dass ich mein, okay. Dass ich mein Spacebar-Item öfter einsetzen könnte, aber... Manchmal kann man nicht alles haben. Funktioniert eigentlich der Brainworm überhaupt noch? Ich glaube, der Brainworm funktioniert nicht mehr wegen dem Wiggleworm, oder? Ace of Diamonds? Ja, den nehmen wir doch mit. Den nehmen wir doch mal mit. Keeper's Bargain sollte mir absolut nichts bringen. Dementsprechend werde ich es gar nicht erst mitnehmen. Ich will das mitnehmen. Will ich Azazel werden? Ja, will ich.
Danke für die Ressourcen. So, ich bräuchte noch einen XL-Raum. Und in dem kann ich dann alle Gegner mal eben zu Münzen machen. Oh, ich bin Azazel. Au. Aber danke fürs Trinkets einverleiben. Ja, das war ein wilder Kampf. So. Ich war noch nicht im Shop auf dieser Ebene. Ich hätte nichts gegen noch einen Fünfer oder so. Glorreiche Bombe. Das ist eine gute Ausbeute. Da kriege ich doch noch ein bisschen was raus. So, dann würde ich natürlich noch unglaublich gern zum Schöppes rüberschauen. Was für ein Trinket hast du eigentlich im Itemraum liegen lassen? Ich hab's wieder vergessen. Es war irgendeine Scheiße. Es war irgendein Item, das ich nicht leiden kann. Ich hab vergessen, was. Aber ja, es war auf jeden Fall eins, das Gegner zu mit der viermal höheren Wahrscheinlichkeit zu Champions macht. Das ist jetzt nicht unbedingt eine Sache, nach der ich mich sehne. Brille bringt mir nichts. Room Beyond replace all coin spawns with Bumper. Oh ja, doch. Das können wir mitnehmen. Wenn ich jetzt eh mir das Trinket reinziehen muss, dann... Ja, können wir auch das auch noch mitnehmen. Wie funktioniert Tick in dem Run? Inwiefern? Tick holt man und dann ist es ein Item, das einem fest gehört. Also Tick funktioniert soweit ganz regulär. Ich bin übrigens sehr froh über das Azazel-Trinket. Zuerst war ich unsicher, ob ich es haben will, aber inzwischen muss ich sagen, doch, das war eine gute Idee. Bisschen Azazel-Action kann ja nicht schaden. Random Mom-Effekt. Klingt jetzt nicht wirklich gut, aber ja, was soll's. Sonst hätten wir nicht wirklich brauchbare Trinkets hier rumliegen, oder? Oh. Ja, genau, das war Müll und im Goldraum war, glaube ich, auch nichts, was ich noch haben will. Ja, komm. Komm, brauchen wir nicht. Brauchen wir alles nicht. Ace of Diamonds brauche ich auch nicht, fällt mir gerade auf. Ich habe eigentlich jetzt schon mehr als genug Geld. Wheel of Fortune. Keine große Bohne. Hey, ist gar nicht mal so hilfreich, wie sie herausstellt. Dabei kann ein Messer kommen. Oh ja. Oh Gott. Das fliegt komisch. Mom's Knife zählt als ein Mom-Item. So, dann gehen wir doch mal weiter. Das Problem ist nur, dass ich aktuell noch nichts bekommen habe, was meinen Damage erhöht, so wirklich. Das heißt, das ist eine Sache, bei der auf jeden Fall noch großzügig Luft nach oben ist. Und dann wird den Arcade Room, seht ihr? Das wollte ich spawnen. Dann kann ich mir direkt ein paar Trinkets reinziehen. Indem wir an dem kleinen, Demon Judgment spielen. Vielleicht will ich an dem generell noch ein bisschen spielen. Wir sollten nämlich noch eine Menge Herzen spawnen.
Und sehe ich da etwa einen Crawl Space? Das ist unglaublich nutzlos, ehrlich gesagt, aber warum nicht? Nehmen wir Miotismon eben mit. Außerdem von Shaq's Son, 8 Monate, Resub, Hustler Hamburg, 24 Monate, die 2 Jahre, Vivi, lieben Dank. Oh, ich wünsche wirklich, ich hätte den Wirkelbaum nicht mitgenommen. Der ist ein bisschen nervtötend. Einfach alles einverleiben, was soll der Geiz? Naja, passt alles. Ich habe mal auf das Trinket für... Ja, doch, doch. Kein Greedo mehr, das gefällt mir. Ich habe mal das Trinket, mit dem 4-mal mehr Champions kommen. Das habe ich mal großzügig ausgelassen. Schien mir irgendwie nicht so hilfreich zu sein. Baum Diffuser und Baum Banger sind ein super Combo. Ich habe keine Ahnung, was, wie auch nur eins von den Trinkets aussieht. So, dann haben wir noch ein bisschen was bekommen. Mom's Knife. Der alte Azazel, der gönnt aber auch was. Was war denn das für ein Brimstone gerade? Ups. Moment. Moment. Ach ja, der Bombagger ist mit der Schere ziemlich gut. Es bringt mir jetzt nicht wirklich was, aber... das ist immer lustig. Dann will ich noch das Rippchen haben. Ja doch, Karten sind eigentlich nicht übel. Kann man auch mal mitnehmen. Dieser Schlüssel ist so unnormal hilfreich. Er hat nie gedacht, dass man mit Trinket so stark werden kann. Wie stark? Ich finde es nicht wirklich stark in dem Run. Ich habe das Gefühl, da fehlt noch einiges, damit der Run, damit man sagen könnte, dass er stark ist. Jetzt werden wir aber dann erstmal ein paar Red Rooms bekommen und dann kann die Sache doch interessant werden. Der gute alte Schöppes. Nehme ich. Ja, nehme ich auch. Warum nicht? Vor allem ist es ganz gut, dass die Red Rooms mir zusätzliche Aufladungen für mein Spacebar-Item geben. Ich sollte generell auch die Batterie dann später kaufen. Naja, Trollbomben machen ja nichts. Randomly Kammerfleisch aus Isaac. Will ich eigentlich auch nicht wirklich haben, aber was soll's. Ja, Brainworm mit dem Wiggleworm in Kombination, das ist eine ganz komische Kombination. Das ist eine ganz komische Kombination. Hättest noch einen anderen Red Room reingekonnt. Der Secret Room ist in dem Red Room offen. Ist er? Oh ja, da rechts. Oh. Warte, das Teil gibt. Die geben noch Trinkets, oder?
Oh ja, die geben Trinkets. Ja, dann. Jera. Oh, ich bin runtergelaufen. Da würde ich sagen, wir schauen, was wir noch alles rausbekommen. Soul Hearts, Soul Hearts. Soul Hearts. Oh. Das sind nicht die besten Trinkets der Welt gerade. Muss ich gestehen. Das will ich eigentlich. Okay. Nee, komm, ich mach jetzt den Boss. Danach schauen wir weiter. Vielleicht nehme ich auch erstmal den kleinen Demon Judge mit zum Auszahlen bringen. Was, denke ich, ganz hilfreich wäre. Und kann Trinkets auch. Ne, warte, habe ich den Locust schon? Ne, jetzt bekomme ich den mit den explosiven Fliegen. Ich werde auf jeden Fall jeden Raum, den ich betrete, einige Fliegen spawnen, was ganz hilfreich ist. Das war auch hilfreich. Sehr schön. Using active item triggers the effect of an additional 1-2 charge active item. Ach du Scheiße. Da muss ich mich erstmal wegsprengen, wenn ich sowas sehe. Komm, sprengen wir den auch mal weg. Ich bin erstaunt, ob der auch ein Trinket gibt statt einen Schlüssel. Ich meine, bringt Planetarium in der Challenge überhaupt wirklich was? Wahrscheinlich nicht. Aber das ist okay. Das ist okay. Ja, das ist einfach nur der Schlüssel. Langweilige Ausbeute. Langweilige Ausbeute. So, und jetzt werde ich mal ein bisschen hin und her rennen und mir ein paar Trinkets einverleiben. Planetarium wäre ein gratis Trinket. Ja! Yeah. Aber ein gratis Trinket ist, ich meine, ist okay. Da, wen juckt's? So, ich werde auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen an dem Automaten spielen. Und schauen, dass ich da noch ein paar Trinkets rausbekomme, die ich vielleicht haben will. Ich will das. Trinket Effect is tripled if possible. Okay. Also das gefällt mir. Ich mag dreifache Trinket Effekte. Oh, das rote Tuch ist natürlich. Das ist nicht wirklich gut. Nein, den Skull will ich doch gar nicht. Niemand. Oh, das will man aber haben. Ich denke, ich werde mich hier einfach selber in die Luft sprengen, um ein paar Trinkets mitzunehmen. Ehrlich gesagt. Denn wenn ich jetzt für jede Scheiße die ganze Zeit hochlaufe, werden wir hier nicht mehr fertig. Oh, bekomme ich zwei von diesen Abyss-Teilen? Oh, das ist super gut. Okay. Ja, keine Ahnung. Nimm die mit, was auch immer. Ist ja was? Nein. Ich wollte jetzt wieder hochlaufen, aber da ist mir aufgefallen, das ist Zeitverschwendung. Das ist absolute Zeitverschwendung. Wir machen so weiter. Da bekomme ich eh üblicherweise noch Herzen zurück.
Pass mal auf, ich werde euch jetzt ein Geheimnis anvertrauen, okay? Das Geheimnis ist, wir werden nicht alle Trinkets hier mitnehmen. Vielleicht habt ihr schon eine Vermutung, welches wir nicht mitnehmen werden. Aber wenn nicht, dann lasst euch überraschen. Cursed Skull ist egal. King Mom's Toenail. Das ist absolute Scheiße. Das droppt einfach so viel. Kann ich mehr Herzen bekommen, bitte? Mehr Herzen. Wir müssen auch nicht. Das wäre eigentlich schon ganz nett, finde ich. Oh, eine Sun-Karte. Nachher. Cursed Skull. The Sun. Ja, das ist doch ein. Das sind doch vernünftige Trinkets hier gerade. Die wir rausbekommen. Warum spawne ich keine Herzen? Minus zwei Charges für mein Spacebar-Item. Was? Was? Naja, ich verliere mal die Turner hart. Egal. Hangman und Chariot. Broken Remote ist auch so eine Scheiße. Deswegen nehmen wir es mit. Lockdown? Nee, 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 nee. Lass mal die Lockdown stecken. Okay. Hangman kann eigentlich hilfreich sein. Ich wünsche ein bisschen, ich hätte die schwarzen Herzen noch nicht mitgenommen. Der Hangman ist jetzt hilfreich. Na Wahnsinn. Was ein Cursed Room. Was ein Cursed Room! Warum kein Lockdown? Ja, das ist die gute Frage. Oh, ich liebe Lockdowns. Warum willst du denn keine? Spricht eigentlich nichts dagegen, hier noch unser Glück zu versuchen. Vor allem, wenn ich noch ein paar Herzen rausbekomme. Schon die drei Münzen. Ach, keine drei Münzen. Kein Teleport. Kein Teleport! Denn der Teleport ist Mord. So, die Trollbomben. Sind natürlich erfahrungsgemäß relativ belanglos. Sehr schön. So, nehmen wir noch den anderen Clown mit. Raus aus meinem Messer. Für wen hältst du dich? Nicht einfach mit meinem fucking Messer rumstehen. Was ein Arschloch. Und hey, ich habe einen kompletten Schlüssel, den ich nicht wirklich wollte. Was zahlt der Bombenshop eigentlich aus? Ja, warte, der zahlt Zeug aus. Der zahlt eigentlich mit Bomben-Items aus, aber in dem Fall sollte er mit Trinkets dann auszahlen. Ist doch ganz nett. Dass die Bagger noch eine Chance haben, ein bisschen was anderes auszuzahlen. Ja, Emperor nehmen wir mit. Okay. Das sieht doch ganz gut aus soweit. Gehen in den Darkroom und machen Mega-Satan? Nein. Nein, wir gehen nicht in den Darkroom und machen Mega-Satan.
Zumindest nicht jetzt. Genau, hier war sonst nur Scheiße. Wir nehmen die Jera mit. Jo, dann würde ich sagen, war eine gute Ebene soweit. Wir haben eine Menge geschafft. Weiter geht's. Doch, der Fußnagel. Nein. Oh ja, und hier sind noch ein paar Soul Hearts, die ich nicht mitgenommen habe. Dann noch ein Tinted Rock. Ich kann euch versprechen, jedes Mal geworbt zu werden, wenn man das Spacebar-Item einsetzt. Das wird noch sehr nervtötend. Das wird noch sehr, 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 sehr nervig. hätte hier nicht irgendwas anderes sein sollen? Na egal. Kann ich mit Jera eigentlich Trinkets vervielfachen? Das könnte nämlich eventuell hilfreich sein, ja? Ah, shit. Dann warten wir mal ab, bis wir ein gutes Trinket bekommen. Und dann geht's richtig los. Apropos Trinkets, wo liegen überall welche? Shot Speed Down. Ist nicht ganz, was ich mir von euch gesucht habe. Ja, das ist ganz nett. Ein köstlicher, köstlicher Apfel. Oh, ein Red, Dingens Room. Das ist doch ganz nett. Und Red. Und ein Lucky Penny dazu noch. Und jetzt haben wir Isaac's Head, der hier rumhängt und ein bisschen schießt. Der ist auch ein ganz netter. Ich finde Isaac's Head nett. Und das Beste ist, mein Spacebar-Item ist alle zwei Räume fertig aufgeladen. Oh Gott, warum? Warum der Effekt? Da war ein Tränen-Effekt, den ich gar nicht gut leiden kann. Also ich mache jetzt den Boss, danach mache ich das Spacebar-Item. Vicky sagt, ja, Jera klont keine Trinkets. Okay. Dann können wir uns den Versuch sparen. Das ist halt auch gut. Das ist sogar hervorragend. Ach, geh doch weg. Geh doch weg. Niemand hat nach dir gefragt. Bin aktuell übrigens großer Fan von dem Babybänder, glaube ich. Ich habe das Gefühl, der kann ganz hilfreich sein. Kommen nur irgendwie keine Begleiter mehr dazu, kann das sein? Also Brother Bobby und Sister Maggie, oh, da sind sie. Nee, gib mal lieber Pinky Eye. Ich glaube, da bin ich mehr interessiert dran. Band aus Futurama? Richtig. Ja, das ist die Challenge, in der man nur Trinkets hat. Okay, nehmen wir Lazy Bum mit, was soll's. Ja, eigentlich finde ich den echt nervig. Wir nehmen ihn trotzdem mit. Ich wünschte wirklich, ich hätte nicht dieses Item mitgenommen, mit dem man sich immer warbt, wenn man ein Spacebar-Item einsetzt. Das ist schon hart nervtötend.
RIP, rote Herzen. Kann ich insgesamt keine roten Herzen mehr mitnehmen, oder? Ich dachte, es ist nur, wenn ich volle rote Herzen habe, werden die dann zu... Hier ist für alle jetzt. Das wäre nämlich sehr schlecht. Ich meine, es ist nicht so schlecht, weil ich immer noch Isaacs Fork habe. Aber gut, ist es nicht. Gilt für alle. Ah, mies. Das ist auf jeden Fall ein hilfreiches Trinket. Oh, hallo. Ja, von hilfreichen Trinkets reden. Ich meine, mit der Münze, die ich einsammle, habe ich eine 70% Chance, ein halbes Soul Heart rauszubekommen. Das hilft auch schon mal ungemein. Fishtail war auch nicht verkehrt. Panic Button ist absolute Scheiße. Oh, Deadbird ist hervorragend. Strange Key. Egal, nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Und sehe, da kommen schon die Soul Hearts. Increased Knockback? Warum nicht? Ja, warum auch der? Der auch hier, warum nicht? Aber ja, ich glaube, die Tatsache, dass ich keine roten Herzen mitnehmen kann, macht mir aktuell erstmal ein bisschen Angst. Muss ich gestehen. Kann ich mir am besten Schaden zufügen? Oh. Cursed Room, natürlich. Natürlich, der Cursed Room. Oh. Das ist doch ganz nett. Weiß ja nicht, wie ihr das seht. Das war auch kein Soul Heart. Weil ich denke, dass wir jetzt in Wum und auch Kathedrale, wie auch immer, sich da jetzt einen Shop haben kann. Ich glaube, das ist ganz gut. Habe ich die Glühbirne mitgenommen? Ich habe die Glühbirne mitgenommen. Ja, ja, das sieht doch alles ganz gut aus soweit. Und ich habe auch relativ viele Fliegen gespawnt inzwischen. Ich weiß nicht, ob ich jemals so viele Fliegen hatte wie hier gerade. Es blinkt. Crawl Space, zwei Räume davor. Ne, das sind halt die kaputten Steine, die irgendwie... Bald mal ein Tinted Rock. Alter, leuchtet noch ein bisschen vor sich hin. Einen runter. Ja, hier ist das gleiche. Und immer noch kein Curved Horn. Ja. Ach ja, genau, Isaac's Fork ist auch noch super wichtig für mich. Und da war ein Feuer. Lass mich doch mal eben ins Feuer reindüsen. Was war das? Oh, Cricket Leg. Ja, nehmen wir auch mit. Da habe ich auch nichts gegen. So, oben liegen noch ein paar Trinkets. Lass mich noch kurz eine letzte Runde drehen. Das bringt mir nichts. Das ist ein Schlüssel. Den will ich nicht. Und hier rechts haben wir... Ja, will ich auch nicht, wirklich. Okay. Dann würde ich sagen, es ist an der Zeit weiterzugehen. Wir haben weder Curved Horn noch Cancer, aber das wird alles noch kommen. Mach dich mal keine Sorgen. Ich wünschte, ich hätte keinen... Ah, fuck, warte, ich bekomme jetzt jedes Mal ein rotes Herz, wenn ich eine neue Ebene betrete. Das ist eigentlich überhaupt nicht gut für mich, fällt mir gerade auf. Das ist überhaupt nicht gut. Ich kann keine roten Herzen mitnehmen. Mies.
Aber okay. Außerdem von Dark Shoyoka. 2 Monate. Resub. Wie lieben Dank. Ich müsste irgendwie rote Herzen loswerden, aber wir haben keine Möglichkeit in diesem Run. In diesem Run ist das keine Option für mich. I'm Slocket. You're using a key, heals half a heart. Oh, okay. Weiß nicht, ob ich noch die Möglichkeit habe, irgendwie Schlüsse einzusetzen, aber ist ganz nett, denke ich. Das ist auch gut. Crawl Space. Okay. Au. Ich wollte hauptsächlich, dass Stringer jetzt nicht irgendwo in den Cursed Rooms gespawnt wird. Da hatte ich nämlich gar keine Lust drauf. Generell muss ich sagen... Nein! Die ist eternal hard. Scheiße, will ich doch gar nicht. Oh mein Gott. Ja, das mit den Soul Arts, das würde nicht mehr lange gut gehen. Ich habe demnächst unaufhörlich gefüllte rote Herzen. Es gibt nichts, was ich dagegen machen kann. Au. Au. Aber wenn es soweit ist, kann ich noch ein paar Soul Hearts mitnehmen. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Aber wir werden es herausfinden. Nach Schul gehen wir leider nicht. Missing Page ist auch okay. Oh mein Gott, warte. Habe ich das gerade richtig gesehen? Habe ich Cricket Set Effekt, wenn ich das einsetze? Nee. Oh. Weil das will ich auch haben. Ich glaube, das Sigil ist auch nicht verkehrt. Was haben wir denn sonst noch alles? Da drin war noch ein Trinket. Ja, komm. Ich sage es euch, die Tatsache, dass ich nach jedem Mal, wenn ich mein Spacebar-Item einsetze, weggeworbt werde. Das wird mir noch zum Verhängnis. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Ich kann aber auf jeden Fall eine Menge Spinnen und Fliegen spawnen. Oh, okay. Doppelt so lange Item-Effekte, Status-Effekte auf Gegner. Kann ich auch nicht Nein sagen zu sowas. Am besten das weiße Herz loswerden. Er macht an dem Punkt generell keinen Unterschied mehr. Lances.
An dem Punkt werden wir sowieso spät jetzt in den nächsten paar Ebenen dann. Okay. Ne, damit kann ich das Eternal Heart aber nicht loswerden. Ich kann mir damit ein paar Trinkets reinziehen. Genau, das wollte ich nicht. Kann der Curse Card dich in den Errorraum bringen? Klar, warum nicht? Nee, 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 Mom's Pearl bringt mir auch nichts ohne Herzen. Drüben haben wir noch einen Zwischenboss. Zwei Zwischenbosse. Schau mir die fucking Left Hand. Noch die Left Hand mal weg. Nein! Wurden zum Mom geworbt. Ich hatte gerade Moms Knife zur Hand. Ich werde noch schauen, was da für ein Trinket lag gerade eben. Lass mich das mal noch eben mitnehmen. Beziehungsweise anschauen. Hey, das Messer. Ich habe so ein Trinket, das mir manchmal Mom-Effekte gibt. Das ist doch gut. Und in dem Fall ist, war Moms Knife dran. Das heißt, wenn ich Glück habe, habe ich halt wirklich starke Räume. Ich kann Azazel sein und ich kann Moms Knife haben. Was beides relativ gut ist, würde ich sagen. Ja, ich denke, die Ebene habe ich soweit. Die habe ich soweit gemacht. Oh, Hallöchen. Hallöchen. Moment. Hey, das Breakfast. Man kann also doch Items bekommen in dem Run. Und zwar, wenn sie aus dem Trinket rauskommen. Ich mag die ganzen bunten Fliegen, by the way. Ja, ist ganz hübsch. Ganze Scheiße habe ich mitgenommen. Oh, wir haben ein Planetarium auf der Ebene. Wird auch höchste Zeit dafür, muss man sagen. Oh, der Chute Pan! Oh mein Gott. Na, den habe ich lange gesucht. Beziehungsweise den wollte ich lange haben. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich brauche einen Angel Deal. Nein, ich habe mein Herz aufgegeben. Ich wünschte, ich hätte mein schwarzes Herz nicht aufgegeben gerade. Denn jetzt hätte ich echt gerne einen Angel Deal. Warte, ich kann Herzen aufnehmen. Nur wenn ich volle Herzen habe, kann ich sie nicht mitnehmen. Habe ich das gerade gesehen? Ich habe mich im Herz geheilt. Ist doch nicht alles verloren. Unter Full HP ist 50-50, ob man sich... Oh, okay. Ja gut, ich dachte, ich kann generell keine Herzen mehr mitnehmen, aber so ist das ja alles. So ist es ja alles easy. Ach ja, und ich werde noch kurz unverwundbar, jedes Mal, wenn ich einen Gegner gekillt habe. Pulsworm. Ich liebe absolut nutzlose Trinkets. Na, wiederum erhöht die Hit, vergrößert die Hitbox. Ist nicht komplett nutzlos, denke ich. Hm.
Naja, cool. Naja, cool. Wie kannst du so viel Trinkets holen? Ah, das ist eine Challenge. Das ist die Challenge, in der es darum geht, nur mit Trinkets zu spielen. Oh nein, 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 nein. Lass es mal schön brav verschwinden hier. Valnus ist ein komischer Planet. Ja, du sagst es. Shop und Devil Deer Items kostenlos. Brauchen wir nicht wirklich. Oh. Los geht's! Oh, da vorne sogar. Weil da vorne bringen wir überhaupt nichts. Oh, mies, nur einer. Nur ein Engel. Aber dafür droppt er. Throwing poop spawns two blue flies. Wahnsinn. Nein! Oh Gott, ach ja, explodiert nicht. Use Diaper. Und eine Goldpille. Lucky Rock. Ja, ich würde sagen, wir hauen ab. Habe ich doch ein bisschen was abgestaubt hier gerade. Tinted Rock. Ich weiß nicht, was ich rausbekommen soll, aber... Ist okay, wir haben es versucht. Balls of Steel. Das bringt mir nichts. Wollt man jetzt mal, wenn man Schaden nimmt? Ja. Wizard. Half down. Nein! Da war ich gerade so vorsichtig, dass Eternal Heart loswerden kann. Ah, egal. Egal, 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 egal. Das mit den Soul Hearts hat sich für diesen Run auf jeden Fall erledigt. Ah ja, und wir haben noch einen Shop. Das ist schon wieder nur Scheiße. Crossbow ist auch ein zusätzliches Trinket. Blue Baby Soul. Was habe ich im Shop noch gedroppt? Adoption Papers. Ich glaube nicht, dass sie was bringen werden, aber... Oh, ich habe noch so eine rote Fliege bekommen. Sehr schön. Ach, warte, spawne ich jetzt super viele, wenn ich Schaden nehme? Ach ja, spawnen ja keine Münzen und sowas mehr. Dafür habe ich ja ein Trinket. Das heißt, ich habe eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, einfach Trinkets zu bekommen, wenn ich Schaden nehme. Ein Cursed Room ist eine Half Down. Wäre wahrscheinlich nicht verkehrt, wenn ich das mitnehme. Warte, kommen aus Bomben nicht Sachen raus? Naja, manchmal. Moon. Warum habe ich die Hälfte auch nicht verwendet? The moon. Der wird zwar nichts droppen, aber ich werde es trotzdem versuchen. Was Sierra nicht verwendet? Keine Ahnung, ich wusste nicht wofür. Komm schon, zahl aus. Ist ja jetzt nicht so.
Ah ja, für half down. Ich will die ollen Rotten Hearts nicht. Er gibt halt nichts. Nee, komm, wir hauen ab. Mit so jemand werden wir uns nicht auseinandersetzen. Mit einem wie dem wollen wir nichts zu tun haben. Oh, ich könnte die Aegis-Rune mitnehmen. Credit Card brauchen wir auch nicht. Broken Ankh. Nehmen wir den Mysterious Candy mit. Ziemlich mysteriöse Süßigkeit müsst ihr wissen. Komm. Wir können nicht einfach den Mushroom nicht mitnehmen. Der ist einfach zu gut. Und jetzt geht's in die nächste Ebene. Im Crawlspace lag noch unbekanntes Trinket. Zu spät. Befürchte ich. Warte, habe ich schon wieder ein Planetarium? Warum habe ich noch ein Planetarium bekommen? Was soll denn das? Was will das Spiel hier gerade von mir? Ich habe nicht nach einem zweiten Planetarium gefragt. RIP, warum RIP? Was ist RIP an diesem Run? Aegis, Jera. Komm, warum nicht? Extra Secret Room, keine Ahnung. Ich werde wahrscheinlich nicht reingehen, aber können es ja mal mitnehmen. Bringt jetzt auch nicht wirklich was, aber ich kann es auch mal mitnehmen. Ich glaube, ich werde auch langsam dann aufhören, mir die Mühe zu machen, mich wirklich um die Trinkets zu kümmern, denn ich habe das Gefühl, es macht an dem Punkt keinen Unterschied mehr. Super Magnet? Nee. Nee. Ja, ein bisschen spät dafür. World? Fragezeichen. Und immer noch kein Cancer oder Horn. Ja, wir brauchen es auch nicht. Das haben wir auch gar nicht mehr nötig. Oh. Ich will das. Warte, funktioniert der Reroll-O-Mat? Oh mein Gott, der funktioniert. Die fucking Pille muss hier weg. Paralysis. Ich meine, Tick ist nicht übel. Oh, man nimmt auch mit Schildschaden. Mies. Da ist Curved Horn. Increases Fire Rate of Familiars. Ist halt auch so gut. Luck up. Ein paar Luck up Pillen können nicht schaden. Paralysis. Ab irgendeinem Punkt werde ich anfangen, mich heilen zu müssen. Oh, das ist eine... Habe ich ein Evil-Up-Item? Wir finden es heraus. Ja, habe ich.
Ich liebe es, dass ich dämlich stark wurde aktuell. Okay. Pass auf. Wir hauen jetzt ab erstmal. Wir hauen jetzt erstmal ab. Ja, ich habe irgendwie nicht ganz die 25 Schaden scheine ich nicht direkt beizubehalten, aber 18. 18 Schaden scheint nicht ungewöhnlich zu sein aktuell. Ach ja, ich war hier schon. Und das ist relativ erschreckend. Ich muss nur wieder ein bisschen, mich wieder ein bisschen aufheilen. Das ist eine Sache, die aktuell noch fehlt. Ein bisschen mehr Heilung. Soul of the Keeper. Soul of the Keeper. Was macht der? Ja, warum nicht? Wir haben noch eine Soul of the Keeper bekommen. Soul of the Keeper. Wir haben noch eine bekommen. Das Problem ist, um da ranzukommen, muss ich da rüberlaufen. Diesmal habe ich keine bekommen. Aber eine Menge anderen Schrott. Lockdown? Nicht ganz, wonach ich suche. Experimental Pill. Experimental Pill kann meine HP senken. Ah, shit. So ist aber nichts mit dem HP. Nein! Dann noch kurz gegulpt. Ich weiß auch nicht mehr, was ich an dem Punkt mache. Ich sollte auch einfach weitergehen jetzt, denn es wird nur noch verwirrend. Habe ich das Gefühl. Ja, das Gefühl ist nur noch verwirrend alles aktuell. Schau ich das an. Es ist so stark, aber warum ist es so stark? Es sollte nicht so stark sein, das ist dämlich. Nimm die 4 Lockdowns. Warum sollte ich? Okay. Trauen wir uns oder trauen wir uns nicht? Wir trauen uns, oder? Samsons Lock ist fantastisch. Troll Space. Oder wird jetzt die Feuerrate meiner... Shit, meiner Begleiter nochmal erhöht? Wenn ich das mitnehme? Stehe ich das richtig? Nicht wirklich. Nicht wirklich. Ich glaube, Trinkets öfter als einmal einzusetzen, bringt einem nichts. Aber das ist okay. Strength oder... Ich glaube, wir nehmen Magician mit. Dann würde ich sagen... Liebe Freunde, wünscht mir Glück. Denn wir gehen da jetzt rein. Ja, wir können auch so reingehen. Stil. Au. Doch, au. Tut mir doch nicht weh. Finde ich überhaupt nicht nett von dir. Und der Dead Bird ist bereits stark bei der Arbeit. Ist wieder einer der Runs, in dem ich nicht wirklich was erkennen kann, aber das ist okay. Er sollte nicht so stark sein. Er ist eine Challenge. Manchmal ist man ein bisschen Challenge in der Challenge.
Ach warte, das kann ich meinen Kopf. Ich bin unsichtbar. Das ist ja das Trinket, der Eisekopf, der hier herumrotiert. Ah ja, manchmal, wenn ich Gegner töte, bekomme ich noch ein bisschen Damage ab. Ich dachte die ganze Zeit, dass der Isaac meine Hitbox ist. Au. Außerdem großer Fan, wenn die eine schwarze Spritze ausgelöst wird. Au, hör doch auf. Hab ich doch auch nichts getan, Hasch. Was schießt denn von da hinten überhaupt? Also das ist irgendeiner, der sich nur durch den Raum bewegt. Okay. Warum nicht? Und wir haben Hasch besiegt. Hey. 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 Kommst du jetzt mit? Ja, ich würde sagen, das lief ganz gut. Da hatten wir schon schwächere Runs. Ich habe eine TNT-Box gespawnt aus irgendwelchen Gründen. Ha, okay. An dem Punkt haben wir, glaube ich, alle. An dem Punkt bin ich, glaube ich, alle Trinkets durch und jetzt bekommen wir nur noch Dupes der Trinkets. Kann das sein? Oh. Shit. Der Errorraum existiert. Upsi. Den habe ich ganz vergessen. Nee, komm, ich meine, ich könnte mich jetzt noch rauswarpen, aber. Oh, eine Goldpille. Ich werde es mal nicht so sein. Wir werden einfach mal freundlich den Weg mitnehmen, okay? Wie kamst du zu 15 Damage? Ich habe keine Ahnung. Wir haben einfach alles bekommen, was es. Wir sind alle Trinkets durch. Ab jetzt bekommen wir Kopien der Trinkets. Wir bekommen nicht mal mehr neue. Und interessant, dass der Warp den Effekt hat, dass man in den Raum kommt, in dem man noch nicht war. Das wusste ich gar nicht. Ja, ich glaube, die Trinkets bringen jetzt alle nichts mehr an dem Punkt. Jo, nehmen wir nochmal einen Brainworm mit. Vielleicht bringt er dieses Mal was. Okay. Ich denke, wir können ohne schlechtes Gewissen zu haben, zu Isaac rübergehen. Oh, sag Gott. Oh, dieses dumme Regenbogenhorn. Ich weiß nicht mal, was hier überhaupt noch passiert an dem Punkt. Ich feuer einfach mal. Irgendwann wird schon jemand sterben. Ja, jetzt haben wir halt alles schon. Ich dachte aber nicht, dass ich wirklich das Ganze so weit schaffen werde, dass ich wirklich alle Trinkets durch bin. Nee. Ja, wir können sie mal mitnehmen. Wollen wir Sword of Azazel verwenden, um Isaac zu killen? Das wäre, glaube ich, ein bisschen lahm. Nee, wir killen ihn schon richtig. Mensch, das war so viel weniger lahm. Ein Glück, dass ich mich dazu entschieden habe. Okay. Ice Cube? Weil es gibt einen Eiswürfel als Item. Ich dachte, es gibt nur das Eiswürfel Baby. Aber ja, das war eine super spaßige Challenge.